Hallo und ein herzliches Willkommen zum ersten Video von Bösis Cook and Barbecue. Und ganz zu Anfang möchte ich mich für den schlechten Ton und das schlechte Bild entschuldigen. Wir haben leider noch nicht das richtige Equipment dazu. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Los geht's. So, für unser erstes Video haben wir ein typisch schwäbisches Gericht uns überlegt. Und zwar gibt es Drehspieß mit Fladenbrot und Tzatziki. Wie wir das gemacht haben, zeigen wir euch gleich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video, beim ersten Video von Bösis Cook and Barbecue. Shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Beginnen wollen wir mit unserem Tzatziki. Da brauchen wir ein paar Zutaten. Hier handelt es sich um 500 Gramm Joghurt, ein bisschen Pfeffer, eine Zitrone, brauchen wir nachher den Saft, 4 Knoblauchzehen, etwas Salz, natürlich eine Salatgurke, ohne die geht sowas überhaupt nicht. Dann brauchen wir ein Abtropfsieb, einen Schuss Olivenöl und eine Reibe. So, kein Tzatziki ohne Knoblauch und genau deshalb schneiden wir uns den jetzt klein, so klein wie wir es hinbekommen, eben mit dem Messer. Und ganz wichtig, immer schön auf die Finger aufpassen. Als nächstes wird jetzt unsere Salatgurke verarztet oder eher operiert. Wir schneiden sie nämlich der Länge nach auf und holen dann mit unserem Löffel, der da liegt, das Innere raus. Das wollen wir nämlich nicht in unserem Tzatziki, das gehört da nicht rein. Der nächste Schritt erklärt sich so ziemlich von alleine. Wir holen sie klein. Nichts Aufregendes, nichts Schwieriges. Einfach klein machen. Und da so eine Salatgurke ziemlich viel unnötiges Wasser enthält, packen wir das Ganze jetzt in unser Sieb. Dann nehmen wir etwas Salz, streuen das drüber, vermengen das Ganze ein bisschen mit der Hand und lassen die Gurke mal so für eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde einfach mal Wasser ziehen. Die ersten 4 Liter Wasser haben wir schon ausgekippt. Jetzt pressen wir die Gurke noch mal richtig aus mit der Hand und geben sie dann in unseren Joghurt. Um noch etwas Frische mit reinzubringen, haben wir jetzt unsere Zitrone. Die pressen wir jetzt aus. Und keine Sorge, die Kerne, die jetzt da reinfallen, die haben wir natürlich wieder rausgefischt. Die will keiner haben. Man sieht, so eine Zitrone hat ein Eigenleben, die macht, was sie will. Nicht immer, was sie soll. Aber ein bisschen Spaß gehört mit bei. So, jetzt haben wir eine kleine Diskussion, eine halbe oder eine ganze Zitrone. Wir haben uns dann letzten Endes doch für eine ganze entschieden. Was auch, denke ich, die richtige Lösung war für das Ganze. Wer möchte, kann natürlich auch noch von einer Bio-Zitrone Schalenabrieb mit dazugeben. Je nachdem, wer es mag, tut es. Wer es nicht mag, lässt es bleiben. Wir packen jetzt noch unseren Knoblauch mit rein. Gefolgt von Olivenöl. Eine kleine Prise Salz und Pfeffer aus der Mühle. Das Ganze einmal kräftig durchgerührt. Und natürlich auch probiert. So, jetzt muss man feststellen, es war viel zu wenig Salz.
und auch viel zu wenig Pfeffer. Deswegen nochmal reichlichen Zucker hinterher. Schadet nicht. Eine kleine, wenn auch wichtige Randnotiz. Erschreckt nicht, wenn es nicht gleich nach Tzatziki schmeckt. Stell es für 2-3 Stunden in den Kühlschrank, lass es ziehen und es wird besser. Auf Punkt 2 der Tagesordnung steht unser Fladenbrot. Wir brauchen ein paar Zutaten. Hier mal grob der Überblick. Die genauen Angaben schreibe ich natürlich unten rein in die Infobox. Zunächst füllen wir jetzt mal unsere ganzen Zutaten in unser Teigmixgerät. Ganz wichtig nebenbei, ihr dürft da alles reinmachen, bis auf dieses Ei und natürlich den Sesam. Den brauchen wir später zum Bestreichen. Nachdem der Teig geknetet war, haben wir für gute, naja, sagen wir mal, was waren es, 2 Stunden an einem warmen Ort gehen lassen, damit er sich ein bisschen entfalten kann. Jetzt kommt endlich unser Ei ins Spiel. Wie gesagt, wir bestreichen jetzt unser Brot komplett mit diesem Ei. Lasst euch von der Optik nicht täuschen, das sieht zwar so ein bisschen komisch aus, aber ein rundes Fladenbrot kann jeder. Sowas nennt man Design. Und last but not least, der Sesam. Der muss ja da drauf, hat ja seine Berechtigung. Ne? Den Teig haben wir jetzt dann bei 180 Grad für ca. 20 Minuten im Backofen gehabt und ganz ehrlich, so schlimm sieht es nicht aus. So, meine Lieben. Das Video war bisher ziemlich vegetarisch angehaucht, deswegen fliegen wir jetzt mal kurz über unseren Hauptdarsteller für heute, unseren Spieß oder was wir eben für diesen brauchen und benötigen. Schauen wir uns kurz an. Wie gesagt, die Zutaten und die Mengen schreibe ich unten rein. Kümmern wir uns zunächst erstmal um unser Hackfleisch. Dazu geben wir genau dieses eben in eine Schüssel. Packen unseren Feta-Käse, die Zwiebel und die Oliven mit dazu und dann verkneten wir das Ganze, aber dezent, nicht zu feste drauf drücken, wir wollen es fluffig haben und nicht als Klumpen. Als nächstes kommt unser Fleisch. Das sind ca. 600 Gramm Schweineschulter, die wir jetzt einreiben mit unserer Gewürzmischung. In dieser enthalten 2 Teelöffel Kreuzkümmel, 2 Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Thymian, 2 Esslöffel Rosmarin und ca. 1,5 Esslöffel Pfeffer. Noch ein kleines Ratespiel für zwischendurch, das heißt, finde den Fehler. Wer hat ihn gefunden? Genau da.
Und was sich Fleischspieß nennt, muss erstmal einer werden. Und deshalb stecken wir jetzt unsere ganzen Baustoffe mal zusammen. Dazu eben eine Scheibe Fleisch. Dann nehmen wir Hackfleisch. Schön draufdrücken, dass es nicht zu wackelig wird, das Teil. Und jeder kennt den berühmten Satz und deshalb auch von mir: Alles schmeckt besser mit Bacon, deswegen darf der bei uns auch nicht fehlen. So, die erste Runde haben wir durch. Und jetzt machen wir genauso weiter wie bisher, bis entweder nichts mehr da ist zum Draufspießen oder der Spieß zu kurz ist. Der Spieß hat ausgereicht und wie schon ein bekannter Fußballtorwart zu sagen pflegte, da ist das Ding. Der Spieß war jetzt noch in Frischhaltefolie eingewickelt für circa 2, 3, na, 3,5 Stunden im Kühlschrank. Das haben wir dann endlich aufgespießt. Und es ist kein Witz, tatsächlich, es ist ein Mini-Döner-Grill. War eigentlich ursprünglich als Gag gedacht. Haben wir gar Scheiß drauf, nehmen wir, machen wir ein Video damit. So, er funktioniert, er dreht sich, er wird auch heiß. Also er tut, was er soll. Nach 10 Minuten am Grillen sieht man noch nicht wirklich viel, aber es wird bei Zeiten besser. Nach circa 20 Minuten sah der Spieß dann so aus. Wir hatten jetzt noch von unserer Gewürzmischung übrig. Da haben wir jetzt noch einen Schuss Rapsöl rein, Flüssigmarinade draus gemacht. Und mit der bestreichen wir jetzt den Spieß von außen, wie bei einer Baconbombe das Glasieren, so ähnlich. Weitere 20 Minuten später dasselbe Spiel noch einmal. Und dann endlich nach einer Stunde und 10 Minuten sah der Spieß dann so aus. Von außen knusprig, durch den Bacon und den Käse. Trotzdem saftig. Jetzt genießen wir den Anblick noch kurz und dann wird er gleich angeschnitten. Zum Schneiden empfiehlt sich natürlich ein scharfes Messer, was aber genauso wichtig oder fast noch wichtiger ist bei der ganzen Sache: haltet den Spieß oben auch noch fest. Er bewegt sich hin und her und wenn man den festhält, geht es um einiges einfacher. Und ganz ehrlich, optisch sah er schon nicht schlecht aus, aber was auch noch der Hammer war, dieser Geruch in der Bude. Diese Gewürze, spitze. Nachdem die erste Lage runter war, haben wir dann den Spieß nochmal mariniert, wieder runtergeschnitten, wieder mariniert, so lange, bis kein Spieß mehr da war. Es war lecker. Was soll ich sagen? Gebt uns einen Daumen nach oben,
abonniert vielleicht sogar. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal, wenn wir da mal ein richtiges Grillvideo drehen.